1. Kommentar. Fazibook. Feedback. Schließen. Weitere. Schließen. Florian Silbereisen schenkte Helene Fischer eine eigene TV-Show im MDR. Eine Woche später überrascht er mit Aussagen zu den Plänen der Schlagerkönigin. Helene Fischer und Florian Silbereisen sind seit knapp 2 Jahren kein Paar mehr. Nach der Trennung pflegen die beiden ein freundschaftliches Verhältnis. Silbereisen überraschte jetzt im TV mit Aussagen zu Helenes Plänen. München, vor knapp 2 Jahren gaben Florian Silbereisen und Helene Fischer ihr Beziehungsaus bekannt. Die Schlagersängerin zog sich anschließend etwas aus dem Showbusiness zurück und gönnte sich auch Zeit mit ihrem neuen Partner Thomas Seidel. Die Fans fragen sich deshalb schon seit Monaten, wann kommt Helene Fischer zurück auf die Bühne? Ausgerechnet ihr Ex Florian Silbereisen gab nun im TV einen heißen Tick ab, hinter dem mehr als nur Vermutungen stecken könnte. Helene Fischer Comeback. Florian Silbereisen plaudert aus dem Nähkästchen. Florian Silbereisen sorgt aktuell fast jede Woche für Unterhaltung vor den deutschen Fernsehgeräten. Angesichts der Corona-Auflagen greift der Schlagermoderator auch auf Retortensendungen zurück. So geschehen zuletzt im MDR, als Silbereisen Helene Fischers Karrierejubiläum feierte. Viele Fans hatten schon in der Woche zuvor beim Schlagerjubiläum in der ARD auf einen Auftritt der Sängerin gehofft, nachdem sie sich bei der Verleihung der Goldenen Henne erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Doch Helene kam nicht zu Flori. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Dollar Caption Dollar Voter Dollar Time. Und auch in Silbereisens Helene Jubiläum war die Schlagerkönigin nicht vor Ort. Eine kleine Enttäuschung für die Fans, die sich immer noch fragen, wann kommt sie zurück auf die Bühne? Oder in der aktuellen Zeit wohl eher, wann kommt sie zurück ins Fernsehen? Klar ist, zu Weihnachten wird die Helene Fischer Show in abgewandelter Form laufen. Florian Silbereisen über Comeback von Helene Fischer. Da dürfen wir uns freuen, doch wann gibt es vielleicht sogar neue Musik von Helene Fischer? Ein Insider hatte in diesem Jahr bereits enthüllt, dass die Sängerin an einem neuen Album bastelt. Ausgerechnet Florian Silbereisen bestätigte nun diesen Bericht in seiner MDR-Show Die Schlager des Jahres 2020. Er blickte in dem verfrühten Jahresrückblick auch auf seine eigene Helene-Show aus der Woche zuvor zurück. In Richtung seiner Co-Moderatoren Andy Borg und Ros Antoni ließ er dann interessante Sätze zu Helenes Zukunftsplänen folgen. Ich glaube, sie arbeitet schon fleißig an neuen Songs. Da dürfen wir uns freuen, so Florian Silbereisen. Wie eine wilde Vermutung klang diese Aussage des Moderators nicht. Zumal den beiden auch nach der Trennung ein enges freundschaftliches Verhältnis nachgesagt wird. Noch im Januar 2019 hatte Flori zur Bild gesagt, dass er fast täglich mit Helene Fischer telefoniere. Mittlerweile ist etwas Zeit vergangen und das Band zwischen den beiden könnte etwas lockerer geworden sein. Doch, dass Florian Silbereisen, auch als Branchenexperte, hier nicht mehr weiß, als viele andere, würde schon überraschen. Insofern macht seine Aussage allen Helene-Fans Hoffnung auf ein baldiges Comeback. Unterdessen hoffen viele Silbereisen-Fans auf eine neue Schlagerliebe des Moderators. Sie sehen eindeutige Hinweise,